Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Child of Light. Ich bin froh, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ja, wir haben das Dorf hier, das Dorf Chili oder Zucchilli oder irgendwie so hieß das doch, wieder befreit. Die Einwohner, die wahren Raben oder Krähen sind jetzt keine mehr. Und wir wollen mal gucken, was die so für uns jetzt zu bieten haben. Dadurch, dass wir denen geholfen haben, müssen die natürlich doch irgendwas für uns haben. Lebt wohl. Meine Schritte heimwärts muss ich lenken. Die Capilli danken euch. Ich danke euch. Wir werden immer an euch denken. Oh, das ist nett. Euer Mut war wirklich eindrucksvoll. Danke für die Rettung. Das war toll. Jawohl! So, was hast du denn für uns? Es freut mich sehr, mein Herr. Das ist schlimmer als jedes Unkraut. Aber zum Glück lebe ich noch, als ich in mein Haus kam. Neben dem blühenden Apfelbaum im Wald hörte ich diesen laut. Er kam aus dem Jachten. Ich schien hinaus. Sie riffen mir an, nur mit Mühe kam ich fort. Zaubern konnte ich nicht, stieß mir am dicken Zeh. Oh weh. Ja, das war versuchter Mord. Armer Mann, habt ihr kein Zuhause? Seid ihr vielleicht auf Hilfe aus? Kannst du mit dem Schwert umgehen? Bist du nicht so ein Hasefuß wie mein Enkelsohn? Könnte am Ende eine Belohnung stehen. Ja, das können wir gerne machen. Grauen im Garten. Hallo. Das Kind, das in den Brunnen stieg, den bösen Zauber hat's besiegt. Ja, das sind wir. Oh, da hinten sitzt auch noch jemand. Hallo. Ich weiß, ihr und Finn solltet uns retten, aber mein Mann ist stummer als ein Specht. Ha, das ist dann wohl der hier. Was die armen, also die Männer hier mit den jungen Frauen so wohnen. Hier nochmal ein bisschen Energie auffüllen. So, was sagst du, mein Freund? Der dunkle Königin hat uns verflucht. In ihren Yachten schlichen wir bei Nacht. Nur nach Kräutern haben wir gesucht. Uns alle hat sie zu Vögeln gemacht. Ja, so war das. Hier komme ich nicht weiter, nein. Aber wir gucken auch nochmal in die Häuser rein. Verschlossen. Naja, schade. Hier ist die Schule. Ah, der Lehrer. Ich verhungere, friss ja meinen Hut. Schmeckt da einem, was? Schmeckt da einem Vogel denn gut? Ich kann nicht weg. Eine Schaufel jäbig für nur ein bisschen was zu essen wahrscheinlich. Wir hatten danach Ausschau unter Birke und... Was? Ich... Entschuldige, dass ich das jetzt gerade nicht so schnell vorlesen konnte. Aber da vorne blinkt... Achso, ich... Doch, hier, die Schaufel blinkt doch. Die blinkt doch. Die blinkt doch. Was für ein Krampf. Ja. Mann, hab ich Kohldampf. Ich würde dir ja gerne was zu essen geben, aber da blinkt doch die Schaufel. Die Schaufel will ich haben. Gib mir die Schaufel. Vielleicht kriegen wir die als Belohnung. Nun gut, also müssten wir was zu essen finden. Für die guten Lehrer. Ich weiß zwar gar nicht, was die so essen, aber wir schauen mal. So, nochmal in die Wirtschaft rein. Ins Wirtshaus. So, da sind die jungen Damen am Bier trinken. Im alten Kloster herrschen Spuk und Hexerei. Das kalte Jahr Rause bekommen wir. Nur der Tod in Gräber freut sich. Warte, Brunnerei, was? Aber ich will kämpfen um das Bier. Ja, das finde ich gut. Wenn er fliegt hinab in Ebene und Tod, grüßt meine Cousine, doch wisset er es nicht ganz bei Trost, oder was? Bam, 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 bam. Gut, also mehr gibt's jetzt nicht, oder wie? Ja, gut. So, ein Haus haben wir noch, das vom Handwerker. Da kommen wir aber anscheinend nicht rein. Ah, Gitarren spielen. Verzeiht, das höchste vom Mond. Ihr habt es gesehen, nie davon gehört, aber apropos. Des Mondestempels Mauern auf Irens Klippe stehen. Okay. Was? Was ist das denn für ein Kiefer?
Kästchen irgendwie. Wohin genau führen uns unsere Schritte? Frag mich doch etwas Leichteres, bitte. Wartet! Haben wir etwas vergessen? Ganz genau, nämlich Schmier! Erst letzten Monat wurde ich 13. Bist du jetzt ein Mann? Bin jetzt ein Mann, verstehe dir? Was, 13 und... Die kommt wahrscheinlich mit Bart auf die Welt. 13! Mit diesem Bart... Achso, mit diesem Bart, ja? Wir Kapili altern schnell hier. Schneller hier. Aber ich hab's verbockt. Juros Vater warf mir raus. Helf mir, mutig zu sein wie ein Stier. Na gut, folge einfach unserem Licht. Nur bitte schnarche nicht. Recht hat sie, darauf bin ich nicht erpicht. Ja, also schnarchen wäre ich nicht schön. Da hätten wir alle was dagegen. So. Was haben wir denn hier oben? Haben wir hier schon? Nein, hier ist eine Truhe. Mit zwei ungeschliffenen Smaragden, die wir wieder zu einem größeren vereinen könnten. Wow, was? Kommt uns das im Wind entgegen? What? What? Dem trotzen wir jetzt einfach mal. Warum stimmt das jetzt hier so? Ah, was ist hier? Der Wind drückt uns ganz schön hin und her. Boah. Nein, da kommen wir anscheinend nicht gegen an. Wo ist die Truhe denn? Die wäre interessant. Ah, nee, da komme ich so nicht rum. Aber vielleicht oben. Nee, da werde ich irgendwas noch machen müssen, um gegen den Wind anzukommen. Aber wir müssen ja auch erstmal vom Juros Vater das Häuschen finden und da tatsächlich die Viecher vertreiben müssen. So, was sagt er hier? Drücke A um, was? A um zu rasen, ja das tun wir die ganze Zeit. Uah. Boah, der pustet und pustet, bis uns die Hütte einfällt, du. Es weht und bläst ein starker Wind. Nach dir, mein Vater, sehnt sich dein Kind. So viel Gefühl, ach, wüsste ich's doch auch. Ah! Halt, hier ist noch so. So, da unten wollte ich aber noch... Ah! Was? Nein! Nein, ich will nicht. Nein. Ah, eine Notiz. Ah, gehen wir hoch. Gehen wir hoch. Ja, und da ist eine Truhe. Da will ich hin. Ja, sehr gut. Ungeschliffener Rubin. Ein einziger Vater all das tut. Daran sind Väter richtig gut. So, aber hier hinten war doch irgendwo auch noch eine Truhe. Ne? Na komm, hör auf. So. Ja, da geht der Weg weiter. Da wird es uns noch mal nach oben pusten. Da will ich aber eigentlich, glaube ich, gar nicht hin. Guck mal hier in den Wald. Okay, zu den Rambatan-Ebenen. Einfach mal hinschauen. Was wir entdeckt haben, haben wir entdeckt. Aurora wanderte über traurige Auen hinab in ein staubiges Tal. Hoch und tief suchte sie Sonne und Mond. Die Verzweiflung wurde ihr zur Qual. Doch gerade als sie sich sicher war, die Suche sei vergeblich, jeder Hoffnung bar, gab der Pfad ihr Preis. Nein, nicht der Sonnenlicht. Geduld, mein Kind. So schnell geht das nicht. Okay, aber... Oh, Igniculus. Tiefer als tief komme ich nimmer. Schau zum Himmel, Aurora, mein Kind. Das Höchste vom Hohen suche ich noch immer. Aber erstmal nehmen wir zwei Zaubertränke mit. Die jetzt natürlich nicht entgangen sind. Wenn wir da lang geflogen sind. Was ist das da am Wegesrand? Der Zirkus war hier, ganz ohne Frage. Sobald wir das Zelt finden, lasse ich meine Stimme erklingen. Und beginne meine brillanten Bühnenzukunft. Du meinst Karriere?
hör, was ich sage. Okay. Was? Was bist denn du? Du bist ja goldig. Okay, das war klar. Ich komme aber so noch echt schwer gegen an, gegen das Wasser. Her. Oh mein Gott, hier oben ist jede Menge starker Wind. Aber da kriegen wir nichts von dem, was hier unten stattfindet. Okay, scheint nicht so viel zu sein. Aber durch! Uah, was bist du denn? Okay, du bist auf jeden Fall ein Gegner. Wollen wir es mal an dem versuchen? Das machen wir, oder? Kein Erstschlag? Verdammt. Na gut. Versuchen wir es so. Du zerschmetterst mir den Vogel hier unten. Ja. Tempo erhöhen. Was ist diese Vögel? Oh, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Zack. Den Troll kritisch getroffen. Auch sehr gut. Mach du ruhig dein Tempo nach oben, wir werden dich gleich zerschmettern. Oh, der Troll ist gleich dran. Ah, fuck, hab ich. Zurückgesetzt. Wachstumsschub? Wird er jetzt so riesig wieder für dich? Ich hoffe nicht. Ah, der hat das Tempo von dem... Das mag ich aber nicht. So, nochmal Lichtstrahl auf den Troll. So, und du zerschmetterst mir jetzt den anderen Vogel. Das fände ich super. Sehr gut. So, ich brauche hier nochmal ein bisschen Energie. Sehr gut. Und nochmal einen Lichtstrahl. Dann schmeißt du nur mit Steinen. Sag mal, wo hast du gelernt, echt? Schrecklich. So, aber wir haben noch mehr Kraft. So, mein Freund, du kannst ja mal ganz kurz deine Kollegin hier heilen und ja, du zerschmetterst wieder. Wünsche mitnehmen? Ah, okay. Sehr gut. Wieder ein Stufenanstieg. Sehr, sehr gut. Stufe 18 schon, Wahnsinn. Gut, dann haben wir den Troll besiegt. Ah, tatsächlich doch jemand was, was bewacht. Was bringt uns? Ah, eine Truhe. Sehr gut. Mit zwei ungeschliffenen Smaragden. Ah, ich bin doch... Also mit den Sachen komme ich nicht klar. Solange sie mich nicht töten, ist ja noch alles im Lot. Auch noch eine Truhe. Zieh weiter rein. Nein, nichts. Zwei Einwohner-Elixier. Oh gut. Eingestürzte Brücke, da ist ein weiterer Troll, den wir uns jetzt auch gleich untertan machen. Noch mehr Beschleunigungselixier, ein bisschen Energie aufladen, vorher ist nicht verkehrt. Na. Den brauchen wir auch noch. So, gibt's hier was zu sehen? Oh, natürlich nur Schwierigkeitsgrad. So, zack. Sehr gut, sind wir auch schon wieder voll. Mal nach oben geguckt. Oh, hat sich gelohnt. Und zwar zwei Heiltonikums. Toniken. Wie auch immer. Auf jeden Fall gab es was Schönes für uns. Den Troll da unten will ich natürlich haben. Aber vorher können wir auch unsere Punkte mal wieder verteilen. Gegenangriff. 20%ige Chance beim erlittenen Angriff mit einem Gegenangriff auf eine dunkle Kreatur zu reagieren. Dies ist eine passive Fähigkeit. Das ist sehr schön, da muss ich die auch nicht aktivieren. Das habe ich bereits schon mal in einer vergangenen Folge erwähnt. Aber ich mag das wirklich. So, genau. Jetzt ist hier unser Narr, unsere Närrin dran. Maximal MP um 3 erhöht. Und eine Chance von 30% 73 LP zu heilen, wenn die LP unter 40% fallen. Okay. Na gut. Was hat denn der Finn? Der kriegt eine LP-Aufwertung. Und für mehr reicht es leider nicht. So, regenerieren wird erhöht. 3 Runden lang 30 LP pro Runde. Sehr gut.
Damit haben wir unsere Punkte auch verteilt und schlucken natürlich wieder unseren Sternenstaub. Ja, natürlich kriegt den Aurora. Sehr schön. So, Troll, wo bist du? Na gut, Erstschlag. Hat er sich jetzt gerade im letzten Moment noch umgedreht? Ah, hör mir auf. Hör mir auf. So, den Troll verlangsamen und das andere hässliche Viech will ich als erstes vernichten. Das sieht mir so gar ungeheuer aus. Ja. Sehr gut, den Schlag von dem unterbrochen. Nochmal einmal Licht auf den. Das ist aber doch dieser Stein, den wir schmeißen. So. Das wollen wir jetzt aber nochmal machen. Du zerschmetterst mir den auch bitte. Das Licht unterbrechen. Ach, alle unterbrochen. Was? Ja, Verteidigung schützt vor. Hast ja eigentlich recht. Na komm, machen wir mal. Komm, du kannst das auch. Ich weiß das. Zack. Das war gar nicht verkehrt. Oha. Guck mal, du brauchst nochmal ein bisschen Energie und dann kannst du mir Aurora heilen. Ein kleiner Lichtschein. Und, du greifst mir den bitte wieder an. Du zerschmetterst wieder den da. Haben wir ihn jetzt? Jawohl, er ist zerfallen. Mal Lichtenergie mitnehmen. Den nochmal verlangsamen und kriegt jetzt mal einen Hieb ab. Ja, okay, das ist nicht so effizient. Dann bitte nochmal zerschmettern. Und einmal bitte den Golem heilen. Dankeschön. Das reicht auch wieder, jetzt kannst du mal nett durch. Ah, da hat er den Angriff unterbrochen. Ja, ich weiß, dass das doch hilft. Ich will aber nicht. So, jetzt aber. Gib ihm. Zack. Jawohl. Wieder ein Stufenanstieg für den Golem. Sehr schön. Und für Finn. Die sind alle so viel höher als Aurora. Nun gut, dem ist halt so. Dann darf der Finn jetzt auch den Blitzschlag. Fügt einem anvisierten dunklen Kreatur Blitzelementarschaden zu. Blitze sind eine starke Waffe gegen Wasser. Gut. Und der Golem kriegt Magieaufwertung. Erhöht die Magie dauerhaft um 2. Sehr schön. Gut, dann haben wir den besiegt. Gucken uns hier ein bisschen weiter um. Und da muss ich. Jetzt mich aber auch erstmal nach oben gucken. Das ist ein Nebel, sehr schön. Zack. Der hat jetzt was gemacht, dann ist Tor auf. Okay. Hallo. Täuscht mich mein Auge? Igniculus, ist sie da? Ja, es ist meine mittlere Schwester, die süße Nora. Kann das sein? Du lagst im Bett? Aschfahl wie ein Brett, es war zum Verdrießen. Es ist ein Wunder. Mutter und der Herzog werden Tränen vergießen. Wie lange bist du schon hier? Wie geht es Vater? Er fühlt sich schlecht, leidet gar sehr, seit er zu Bette liegt. Einen Tag ist es nun her. Sanft habe ich ihn in den Schlaf gewiegt. Amseln flogen durch die Luft. Flieder verströmte herrlichen Duft. Dann das Grauen. Den Turm hinauf schleppte mich ein Schuft. Hilflos zerrte man mich in einen Spiegel hinein. Einen Spiegel? Ich frage dich, wo kann der sein? Gehen wir nach Haus zu Mutter und Vater. Frohen Mutes werde ich dich begleiten. Der Weg führt hoch in die Berge hinauf. Unterwegs warten viele Schwierigkeiten. Als Familie überwinden wir für wahr. Jedes Hindernis heute und immer da.
Nora hat sich der Gruppe angeschlossen. Das freut mich ja. Das ist ja dann die Schwester von unserer süßen kleinen Aurora. Schön, freut mich. Ja, und was die für Fähigkeiten hat und wie wir sie auskillen werden, werden wir leider erst in der nächsten Folge erfahren. Und bis dahin bleibt gespannt und schaltet wieder ein. Bis dahin. Tschüss.